Willkommen beim Wien-Checker. Wir durchleuchten im laufenden Wiener Wahlkampf aktuelle Interviews für Sie und überprüfen Sie auf deren Wahrheitsgehalt. Heute bei mir im Studio die Geschäftsführerin des IFES Meinungsforschungsinstituts, Frau Doktorin Eva Zeglowitz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Heute waren ja zwei Pressestunden zu sehen. Eine war mit dem Spitzenkandidaten der ÖVP und eine andere mit der Spitzenkandidatin von den Grünen. Bei Finanzminister Blümel war man meinem Eindruck nach die ganze Sendung über unschlüssig, in welcher Rolle er zu Gast war. Seine Erklärungsversuche bezüglich der Corona-Hilfspakete haben doch mehr als die Hälfte der Sendezeit eingenommen. Haben Sie den Eindruck, dass hier wirklich ein Wiener Spitzenkandidat, der mit beiden Beinen auch in der Kommunalpolitik Präsenz zeigen will, zu Gast war? Also bei Finanzminister Blümel hat man schon gesehen, es ist wirklich einen guten Teil der Zeit um Finanzpolitik gegangen, um Schulden und so weiter. Und ganz wenig dann erst über Wiener Gemeindepolitik. Das passt aber eigentlich zu dem Bild, das die Wienerinnen und Wiener haben, weil nämlich nur 18% es für wahrscheinlich halten, dass er in die Wiener Stadtpolitik kommen wird. Das heißt, die meisten sehen ihn als Finanzminister vor der Wahl und nach der Wahl. Mhm. Ebenso in diesem ÖVP-Wahlkampf gab es Diskussionen aktuell über den plakatierten Spruch Wien nach vorne bringen, durchaus auch unter Intellektuellen eine große Debatte. Fakt ist, dass Wien auch jetzt schon in jedem internationalen Städte-Ranking, das ich zumindest kenne, einen Spitzenplatz einnimmt. Man hatte da ein bisschen den Eindruck, dass Finanzminister Blümel versucht, da ein Haar in der Suppe zu finden. Gutieren das die Wähler? Also wir wissen, dass ungefähr 9 von 10 Wienerinnen und Wienern sehr gerne oder gerne in Wien leben. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert und wahrscheinlich für Wien wichtiger, als wo es in den Rankings liegt. Wobei man auch hier sagen muss, smarteste Stadt, grünste Stadt, lebenswerteste Stadt, das kann man sich fast aussuchen. Also damit spricht Blümel tatsächlich nur eine sehr kleine Menge von Unzufriedenen an. Mhm. 9 von 10 ist wirklich eine sehr kleine Menge, die dann noch übrig bleibt. Sowohl Blümel als auch Hebein haben sich in ihren Auftritten über den möglichen Wahlausgang geäußert. Ich muss die Gelegenheit ergreifen mit Ihnen im Studio. Was geben die aktuellen Zahlen her oder was ist da auch die Basis der Daten? Also wir haben jetzt noch 2 Wochen ungefähr bis zur Wahl. Da kann sich natürlich auch noch etwas ändern. Alle Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Es gibt gewisse Schwankungsbreiten. Also da sind sicher noch Unsicherheiten auf den Zahlen drauf. Das, was man aber heute schon sieht, ist, dass auf die Frage, wer Bürgermeister werden soll oder wie gut die Spitzenkandidaten bewertet werden, Michael Ludwig ganz ausgezeichnete Werte hat und hier sehr hohe Zustimmung hat. Weit über die Hälfte der Wienerinnen und Wiener beurteilen ihn da positiv. Und das ist, glaube ich, etwas, was relevant ist, weil es ja auch um den Bürgermeister geht bei der Wahl. Mhm. Also Bürgermeisterwahl, noch alles offen, aber bei der Zustimmung zu den Kandidaten Michael Ludwig an der Spitze. Wenn wir uns die Pressestunde mit Birgit Hebein, mit Vizebürgermeisterin Hebein genau anschauen, wie würden Sie Ihre Performance einschätzen? Also Birgit Hebein hat am Anfang der Pressestunde sehr viel Zeit damit verbringen müssen, sich für die Politik der Grünen in der Bundesregierung gerecht zu fertigen, vor allem was das Thema Asyl betrifft. Erst später ist es dann um die Wiener Themen gegangen. Mhm. Es war dann auch augenfällig, dass sie versucht hat, viele grüne Themen zu platzieren. Mir war nicht ganz klar, ob sie mit diesen Themen, die sie platziert hat, wirklich auch Themen anspricht, die wahlentscheidend sind in Wien. Oder andersrum gefragt, die den Wienerinnen und Wienern wirklich am Herzen liegen. Haben Sie das Gefühl? Ja, aufgrund der Datenlage. Ich fand den Satz, Verkehr ist unser Sorgenkind, den sie gesagt hat, sehr spannend, weil das eine Sichtweise ist, die nicht die Mehrheit der Wienerinnen und Wiener teilt. Ganz im Gegenteil, die wichtigsten Themen sind im Moment Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber auch Gesundheit oder Bildung. Das ist das, wo die Wienerinnen und Wiener sagen, da muss man sich jetzt drum kümmern. Verkehr rangiert da etwas weiter unten im Ranking. Abgesehen davon ist gerade die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehr in Wien sehr, sehr hoch, mit fast 9 von 10, die sagen, das passt so. Kann ich nur bestätigen als leidenschaftliche Öffi-Fahrerin. Ein Thema, Stichwort Sperrstunde, ist auch bei beiden Pressestunden vorgekommen. Wie würden Sie als Expertin und in Kenntnis sozusagen der Umfrage oder Datenlage diesen Wiener Weg, diesen geordneten Wiener und niederösterreichischen Weg, was die Gastronomie angeht, beurteilen? Weil augenfällig ist, ich habe mir das noch extra angeschaut, selbst der Wirtschaftskammer-Gastrochef in Wien sagt, er bevorzugt die Registrierungs
Maskenpflicht im Vergleich zur vorgezogenen Sperrstunde? Also das, was da spannend war, ist, dass Vizebürgermeisterin Hebein zuerst gesagt hat, sie findet das so wichtig, dass man mehr in die Verfolgung der Kontakte investiert, dass man da schneller ist, dass die Menschen schneller verständigt werden können. Und dann hat sie sich aber im Zuge dieser Gastronomiemaßnahmen eigentlich gegen etwas ausgesprochen, was genau dieses Kontaktnachverfolgen erleichtern soll, nämlich das Registrieren in der Gastronomie, wodurch sozusagen Gäste in einem geordneteren Rahmen feiern oder zusammen sein können, als das zum Beispiel bei Partys der Fall ist. Also da ist für mich ein bisschen Widerspruch drin. Mhm. Herzlichen Dank, Frau Doktorin Zeglowitz, für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse am Windchecker. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und mehr Informationen gibt es wie immer auf www.spoe.wien.